König von Palma wird wahrscheinlich für Furore sorgen, diese RTL-Plus-Serie. Und sie hat die weibliche Hauptrolle. Ich freue mich so sehr. Sandra Borgmann, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's super gut. Ich bin in Hamburg zu Hause. Draußen ist ein Megasturm gewesen jetzt die ganze Nacht bis gerade. Und gerade ist ein bisschen ruhiger. Sonst, wenn man gleich so, ich sitze direkt vor so einer Fensterscheibe, wenn man gleich so heftiges Prasseln hört, dann ist das der Sturm. Stürmische Dreharbeiten hattet ihr aber, glaube ich, gar nicht beim König von Palma, ne? Es sah alles nach bestem Wetter aus. Wir haben ja relativ früh angefangen zu drehen. Wir haben im April angefangen zu drehen und das ist eine Zeit, wo es tatsächlich noch relativ stürmisch ist auf Mallorca. Und wir haben im Norden angefangen zu drehen, wo wir unser Hauptmotiv gedreht haben, die Kneipe. Und das war tatsächlich sehr stürmisch dort die ganze Zeit. Es war sehr windig. Und wir waren alle froh, als wir dann in den Süden umgezogen sind, um da weiterzudrehen. Worum geht's denn beim König von Palma? Es geht um eine Familie, die nach Mallorca zieht, um dort eine Kneipe zu eröffnen. Und die verstrickt wird in mafiöse Geschäfte. Es geht auch um die Familie selbst. Es geht um ein Ehedrama auch. Das ist es auch. Und es ist auch Thriller und es ist alles Mögliche. Es ist irgendwie eine wilde Kombi. Und es ist eine Zeitreise, ne? Es ist nicht Gegenwart. Genau. Es spielt 1990. Also direkt nach Öffnung der Grenze. Wobei die Familie, also wir kommen aus dem Ruhrgebiet, aber die DDR, die gerade ihre Grenzen geöffnet hat, spielt eine große Rolle. Und an deiner Seite in der männlichen Hauptrolle als Matthias Adler, denn du bist Silvi Adler, hast du Henning Baum, großartiger Schauspieler, kennen und feiern wir alle. Jetzt kennen wir ihn ja nur aus dem Fernsehen, du hast mit ihm gedreht. Wie war es denn, mit Henning zu drehen? Ganz fantastisch. Wir haben uns vor 100 Jahren kennengelernt, weil wir uns begegnet sind an der Volkmann Hochschule, wo ich mich beworben habe und er sich auch beworben hatte gleichzeitig. Und dann hat es sich hat es geklappt und er ist an eine andere Schule gegangen, kurz danach gekommen nach Bochum. Und wir waren im Laufe der Zeit immer mal wieder gecastet worden, aber letztendlich nie besetzt worden. Und jetzt beim König sind wir endlich zusammen besetzt worden. Und es war für mich der totale Traumpartner. Mit Henning zu drehen ist einfach geil, ist wirklich toll. Jetzt habe ich ja immer so die Vorstellung, jemand schreibt da eben so eine Serie, König von Palma, und schreibt so den Rollennamen hin, in Klammer, Sandra Borgmann. Und dann kriegt deine Agentur einen Anruf und es heißt, Sandra, du, die haben gesagt, die wollen dich für den König von Palma haben. Bist du dabei? Das ist nicht ganz so nah an der Realität, meine Hoffnung, ne? Ich glaube, teils, teils. Also, soweit ich weiß, war Henning zum Beispiel als Matti Adler von Anfang an, das war die Wunschbesetzung. Und ich glaube, Johannes Kunkel und Veronika Priefer, die das zusammen entwickelt haben, hatten Henning ganz stark im Kopf. Und ich kam zu einem viel späteren Zeitpunkt drauf. Das ganze Projekt hat Jahre gebraucht, um realisiert zu werden, um finanziert zu werden, dass ein Sender mitmacht und so weiter, wie das immer so ist. Das dauert irgendwie 100 Jahre und dann gab es das Casting und da hatte ich das Glück, dann mit reinzukommen. Und ihr habt ein großartiges Cast mit dabei, ist unter anderem Pia Michaela Baruti, Christina Dörfer, aber auch natürlich Leute, die man kennt, Martin Semmelrock ist dabei und, was ja ganz abgefahren ist, Costa Cordalis, der Mensch wird dargestellt von seinem Sohn Lukas Cordalis. Ja. Das war ja sicherlich für Lukas auch eine krasse Herausforderung. Ja, da müsste man jetzt Lukas fragen, wie er das empfand, so wie ich ihn erlebt habe. Der war wahnsinnig cool. Der war unglaublich, der war wahnsinnig, alle haben ihn sofort geliebt. Der war unglaublich charmant, der war wahnsinnig ruhig. Der hat eine Ruhe ausgestrahlt, hat fast was Buddhistisches irgendwie. Und ich habe mir das so gemerkt, weil der hatte wirklich anstrengende Szenen, wo wir in der Kneipe sind und in unserem Laden und es sind wahnsinnig viele Komparsen da und er hat halt, ne, und er muss halt singen und Musik machen und das oft über viele Stunden immer wieder denselben Song und der war die Ruhe selbst. Hat er seit Ewigkeiten schon geübt, der war ja auch schon so lange mit seinem Papa immer auf der Bühne. Ist der Hammer. Und er sagte auch, er kennt diese Situation von früher. Er sagte, er kann sich erinnern, als sein Vater früher auf Mallorca dann gespielt hat und er saß im Hinterzimmer. Und dann sind die echt vorbeigekommen mit den Taschen voller Geld, weißt du? Weil Peseten waren ja, ist ja quasi nichts wert. Und die hatten riesige Taschen voll mit Geld und sind mit dem an ihm vorbeigegangen, der hinten auf dem Sofa saß.
und gewartet, dass sein Vater mit dem Auftritt fertig ist. Oh, ich glaube, da können wir uns alle sehr, sehr, sehr freuen auf König von Parma. Absolut. Wir springen aber erstmal in deine Filmografie rein. Was glaubst du, bei welcher Produktion ich dich das erste Mal gesehen habe? Oi Warning. Richtig. Ah! Guck mal. Das ist super lange her. Das war im Jahr 2000 und du warst fantastisch damals. Und wo hast du den Film gesehen dann? Bist du ins Kino gegangen oder hast du ihn auf dem Festival gesehen? Ich glaube, nachdem er dann veröffentlicht war. Die Älteren unter uns erinnern sich an die Zeit vor DVD, damals noch als Videokassette. Und den haben einige gesehen und das ist ein toller Film. Ach, wie toll. Ach, das freut mich zu hören. Ja. Ja, das war auch echt eine tolle Erfahrung. Und deine Figur ist ja gar nicht so ohne gewesen, ne? Die hatte ja Feuer. Ja, absolut, total. Und es war auch meine erste Begegnung richtig mit Film, auch mit Kinofilm. Und es war toll, es war sehr, sehr besonders. Und ich war ganz jung und auch sehr unsicher. Und auch das, so Dreharbeiten, das war eine große Herausforderung für mich. Also so, dass man hat ja so wenig Zeit. Man muss anders arbeiten als beim Theater. Du kommst ans Set und wirst da so reingeworfen in die Szene. Und dann probst du ein bisschen und dann wird es gedreht. Und da war ich sehr aufgeregt, das weiß ich noch. Und wir hatten die Produktion zustande gekommen, super wenig Geld. Und wir haben in so einem alten Haus gewohnt, irgendwo an der B1, irgendwie so. Wahnsinn, alle auch so super jung und haben das Ding halt irgendwie gerockt. Ja, das war ein Warning. Das war gar nicht lang hinter American History X. Deswegen war das ganz spannend, weil auch dort gab es eben eine Szene bei euch, die eben auch da angelehnt war, dazu der homosexuelle Kontext, dann deine Figur, die hochschwanger sehr eigene Ziele verfolgt hat. Also das war wirklich, wer Oi Warning nicht gesehen hat und mal sehen möchte, wie abgefahrener Film aus den 2000ern aussah, gönnt sich den bitte. Ja. Der Rest hat, glaube ich, gerade gesagt, ich sage natürlich Berlin, Berlin, aber tatsächlich habe ich Berlin, Berlin gar nicht geguckt. Wahrscheinlich, weil du kein Mädchen bist. War das für Mädchen? Ich dachte, das war für alle. Klar, also ich werde immer angesprochen von Frauen. Es gibt also die Frauen aus, ja, ist es dann meine Generation oder, nee, jünger natürlich, ein Ticken jünger. Als ich das gespielt habe, das war 2001, da war ich dann 27 und die haben das dann so geguckt mit 14, ne, 14, 15, 16 und so weiter, bis so in die 20er rein. Und da gibt es eine ganze Generation, ist mein Eindruck, die mich auch über die jetzt letzten 20 Jahre immer wieder angesprochen hat. Und sagten, ja, die bis heute eingeschweißte Fans sind von Berlin, Berlin. Das sind vornehmlich Frauen. Aber es, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Vielleicht waren auch viele, viele Jungs dabei und ich weiß es gar nicht. Safe. Und Rosalie war ja auch gar nicht so lange am Start. Deswegen krass, dass du so lange darauf angesprochen wurdest. Ich habe aber, als der Berlin-Berlin-Film kam, durfte ich mit dem Hauptcast sprechen. Aus irgendeinem Grund saßen wir beide nicht beieinander. Wir werden irgendwann herausfinden, warum. Aber ich hatte, wie gesagt, die Serie nicht gesehen. Und der Film hat das ja schön verbunden, das damals und das heute. Und da war doch die Szene mit dir für mich mit Abstand die bewegendste überhaupt. Was war da? Die Umarmung von Rosalie und Lolle. Ah. Also wer es gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Die beiden zieren sich so ein bisschen und Janina Use nötigt die dann zu der Umarmung. Und das ist so schön. Berlin, Berlin und den Film gibt es auf Netflix. Diese Umarmung, dieser Blick, dieses Festhalten. Ah, wie schön. Ich habe fast Tränen in den Augen gehabt. Ach, das ist doch toll. Das war auch wirklich bei den Dreharbeiten total touching irgendwie. Das war lustig, weil wir hatten selber wie so Flashbacks. Ich meine, wenn man miteinander gedreht hat, das kennen wahrscheinlich die meisten, also wenn man so jung ist und sich da trifft und was zusammen macht, so mit 17 oder mit Anfang 20 oder Mitte 20 und dann trifft man sich 20 Jahre später, dann hat man das Gefühl, als hätte man sich gestern erst gesehen, weil man in der Zeit sich irgendwie anders verbindet, als wenn man sich, ne, heute verbindet, so mit Mitte 40 oder so. Und dann nach dieser Umarmung geht Lolle eben weg. Und du stehst noch da, die Kamera bleibt auf dir. Und das ist ganz ungewöhnlich, weil der Film hat wirklich ein rasantes Tempo. Und dann guckt Rosalie noch nach und sagt, pass auf dich auf. Und das Schöne ist, wer den Film gesehen hat, weiß, am Ende hat doch Rosalie auf sie wieder aufgepasst. Ja, ja. Also da habe ich mich gut amüsiert, aber mein Herz erobert. Hast du, oder was heißt erobert, zerstört, hast du es als Elisabeth Doppler in Dark. Oh, Mensch. Und dabei warst du da gar nicht so lang oft am Start. 7 Episoden 2019-20. Und es ist vor allem die Szene mit der großartigen Caroline Eichhorn, die ja auch schon zu Gast war. Sie spielt ja
deine Mutter, ich möchte nicht zu viel verraten, ich meine, ich könnte es komplett erzählen und ihr wüsstet es eh nicht, wenn ihr da gucken würdet. Vertrau mir, das könntest du nicht. Allein diesen Part könntest du nicht erzählen. Ich kann es nicht. Es ist zu kompliziert. Auf jeden Fall gibt es diesen Moment, wenn es einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum gibt und eben die Tochter, du in dem Fall, der Mutter gegenübersteht. Ja. Und du, deine Figur, spricht mit Gebärdensprache und sie sagt, Mama, weißt du noch, wie man das zeigt? Kennst du das Zeichen noch? Genau. Oh Gott. Ja, das war mein allererster Drehtag bei Dark und ich war natürlich mega aufgeregt. Ich hatte eine mega lange Masken natürlich, also ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Stunden oder so. Und wir haben das gedreht. Ich war mit dem ganzen Team alleine, ich habe das alleine gedreht, weil das ja dann in der Postproduktion dahinter zusammengebaut wurde. Und durch diese Special-Effekt-Geschichte. Und beim Drehen sieht das dann so aus, das ist super kompliziert. Das ist super technisch, super kompliziert. Und ich hatte diese Linsen drin, dass mein eines Auge war ja blind. Und das andere, da hatte ich eine andere Linse drin. Und es ist tatsächlich ja sehr dunkel und ich konnte wirklich schlecht sehen einfach. Und ich ging dann da so lang und dann musste ich wohl stehen bleiben und dann war da so ein Stativ und auf dem Stativ war ein Tennisball. Und der war meine Mutter. Und den musste ich anspielen. Als meine Mutter, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe. Und dachte mir, oh Gott, das ist so krass. Das war, glaube ich, mit das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe. Es ging am Anfang ziemlich gut, aber es gab so einen Punkt, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe mir immer Caroline vorgestellt, das hat mir voll geholfen. Aber es gab so einen Punkt, da habe ich dann halt nur noch den Tennisball gesehen. Und dann dachte ich, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und dann hatten wir es aber auch im Kasten. Ja, werde ich nicht vergessen den Tag. Mm. Ja, hast du denn Caroline dann mal getroffen während der Dreharbeiten oder wurdet ihr getrennt gehalten? Nein, wir haben ja auch zusammen gedreht. Und das war aber auch an einem der dunkelsten Tage. Also das war dann in der dritten Staffel, meine zweite war das dann quasi. Und da haben wir auch Szenen gehabt miteinander und auch Szenen, da weiß ich, das war da besonders, wir haben im Studio gedreht, es war besonders dunkel. Ich habe tatsächlich echt die Hand vor Augen nicht, also ich konnte ungefähr so im Dunkeln Schemen erkennen durch diese Linsensituation. Und ich weiß, dass zwischendurch eine SMS für mich ankam. Wir mussten wo warten, muss man immer so, ne? Und dann kam eine SMS an und ich sagte zu Caroline, oh, scheiße, ich kann es gar nicht lesen. Kannst du es mir mal vorlesen? Und sie hat mir dann so, irgendwie, so das und so. Also ich habe wirklich wie so ein blindes Huhn gespielt. Ich dachte, okay, wo sind die anderen? Ah, da. Ah ja, ich sehe so schemenhaft ein Gesicht, da muss ich hinspielen. Also es war wirklich krass. Es war körperlich total extrem und immer mit diesen Linsen. Das war auch, die Vorbereitung war so krass. Ich weiß nicht, wie viele Termine ich hatte beim Linsenmann und wie viele Proben wir hatten, um das Ding einzusetzen. Es war der Hammer. Die war ja so groß oder so. Ja. Gab es was vergleichbar Aufwendiges bei König von Palma? Nein, also da war die Maske auch ja ganz toll und auch ganz wichtig, dass man halt voll in die Haare, ne? Ich habe ja am Anfang oder ziemlich lange so eine Betonfriese und die ich sehr geliebt habe. Und damit die zustande kam und auch hielt dann bei dem Wind, das brauchte seine Zeit. Und die sieht ja auch wirklich wahnsinnig geil aus. Ja, aber das war natürlich nicht mit diesen ganzen SFX und Narben und so, das natürlich nicht. Warum muss man beim König von Palma unbedingt mal reinschauen? Ja, ich finde die Serie ja wirklich selber, also die Folgen, die ich bislang gesehen habe, selber so geil. Es ist einfach eine tolle Geschichte. Es ist wahnsinnig spannend. Es ist eine Zeitreise. Man ist halt wieder voll in den 90ern. Die Mucke ist halt unglaublich geil. Ich finde, wir spielen das einfach alles auch unglaublich geil. Es macht alles daran, ist ein Fest. Es ist wirklich spannend erzählt. Ich finde es richtig, richtig gut. Und jetzt weißt du ja, wie es ist. Wenn Leute so viel Spaß haben schon bei den Dreharbeiten, dann können wir ja schon mal davon ausgehen, dass die Leute beim Zugucken auch viel Spaß haben. Ja, und dann weiß ich ja, dass mittlerweile manchmal sogar schon in Verträgen so steht, hey, vielleicht 2. Staffel. Ist denn da, was sagt denn dein Herz, wenn es jetzt heißen würde, hey, es geht nochmal zurück in die 90er, würdest du sagen ja oder würdest du sagen, war genug? Natürlich wäre ich wieder dabei. Also das ist alles gerade in der Entscheidungsphase.
wie das so ist. Hängt ja auch von den Klicks ab. Ja, hängt von ganz, ganz vielen Sachen ab und das kostet ja auch unfassbar viel Geld und so was alles. Aber ist es nicht schön, dass wir in der Zeit sind, in der die Quote allein nicht mehr das Maß der Dinge ist, sondern ja, dass eben auch Klicks retten können? Ja, es ist wirklich, ne? Es fällt unglaublich viel von einem ab dann. Ich bleibe dabei, es hätte kein deutscher Sender hätte sich getraut, Dark zu machen, mit der Begründung, das hätten die ZuschauerInnen nicht verstanden und ich halte dagegen, das hätten sie und das haben sie. Aber das werden wir nie erfahren, außer wir kommen nochmal in eine Zeitschleife rein. Es gibt aber jetzt Sandra Borgmann als Silvi Adler zu sehen beim König von Palma und ich freue mich sehr. Und beim nächsten Interview reden wir dann über so viel mehr, weil du hast so viel gedreht. Jetzt erstmal vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ja, danke dir auch, Nico. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Ja, das habe ich voll vergessen. Aber du hast noch eine Sekunde Zeit, drüber nachzudenken. Okay. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein und wir sollten alle täglich alles Mögliche dafür tun, damit sie auch ein wundervoller Ort bleibt. Und was da am meisten hilft, ist es, wenn man gegenüber anderen Menschen keine Mauern baut, sondern die Hand reicht. Mal mit Leuten sprechen. Ja? Wenn jemand eine andere Meinung hat, zum Beispiel wenn ihr sagt, hey, ich mag die Farbe grün und der mag die Farbe blau. Ich weiß, es scheint ein banales Beispiel zu sein, aber trotzdem, hört euch die Meinung mal an. Vielleicht findet ihr einen Konsens und wenn nicht, gibt es halt Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, aber trotzdem keine Mauern bauen. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web Talk Show und jetzt die heutigen Abschlussworte von Sandra Borgmann. Bis dann. Ich habe so vieles noch nicht in die Kamera gesagt. Ich habe noch nie in die Kamera gesagt, wie wunderbar ich das Leben finde. Ja, das kann ich sagen.